The Evil Within Folge 54. Ja, willkommen zurück. Und oh mein Gott, ich weiß, was uns blüht. Zu einem muss ich dazu gestehen, ich bin... Erstens ist es gerade die... Ich hatte eine längere Aufnahmepause, weil ich Far Cry zu Ende gespielt habe im Stream, jetzt gerade eben. Dann wisst ihr ungefähr, wann ich das aufnehme. Ich habe jetzt vor kurzem, also wie gesagt, jetzt gerade eben den Stream beendet. Und ich will gar nicht mehr. Ich habe auch die Steuerung gerade gar nicht mehr drin. Und ich habe gedacht, nein, nicht schon wieder. Und ich habe ja gesagt, mir gefällt das Spiel jetzt momentan nicht mehr, weil es Gegner recycelt. Weil wir nämlich schon wieder hier, Klaus. Klaus ist schon wieder da. Was ist das? Was ist das? Da ist eine Falle. Ich frage mich gerade, was für ein Geräusch das ist. Es kommt von hier. Ich werde aber trotzdem. Da hinten ist auch schon wieder so eine. Nein, da ist auch noch so eine. Was haben wir nochmal rausgefunden? Das sind doch so dämliche. Oder bescheuerte Säurefallen. Oh Gott. Hallo, entschärfen? Entschärfen. Was ist das für ein Geräusch? Will ich das wissen? Nein. Hallo? Hallo? Klaus. Was macht der da? Kann man an ihm vorbeischleichen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube ja. Ich glaube, man soll, glaube ich, hier hin. Weil er jetzt wahrscheinlich erstmal abhaut. Oh nein, das ist so fies. Das ist so gemein. Und hier sind überall diese Tresore. Ich habe nämlich das Gefühl, dass es hier gleich wahrscheinlich so ein Riesenmatch gibt gegen ihn, den finalen Kampf. Und ich schaue nochmal eben, was wir überhaupt an Munition haben. Ich bin nämlich ganz sicher, dass wir beim letzten Mal nämlich alles verbraten haben, was geht. Ja, ich werde nochmal einen Faustbolzen haben wir explosiv. Explosivbolzen werde ich nochmal Nee. Ja, doch. Doch, Explosivbolzen. Na, so. So, und dann haben wir. Wir haben eine Spritze. Wir haben noch ein großes Medipack, das sehr gut. Ich muss mal nach da gucken, nicht in die PlayStation-Kamera. Da haben wir noch genug. Da haben wir einen. Den können wir mal nachladen auf die Schnelle. Hallo? Wechseln? Mal alles nachladen, ganz schnell. Okay. Das ist nachgeladen. Okay, achso, ich muss sie mal eben auf die Schnellwahltaste legen. Nach unten mal auf die Schnelle. So, sehr schön. Und ich habe ein bisschen Respekt vor dem, was da gleich uns blüht. Weil wir sind sehr schlecht ausgerüstet. Das wohlgemerkt. Ich versuche alles mitzunehmen, alles abzugrasen, was wir jetzt kriegen. Weil das wird wahrscheinlich nicht einfach werden. Aber warum? Was ich jetzt gerade nicht so verstehe, warum können wir diese ganzen Fallen hier deaktivieren? Obwohl man hätte auch reinlaufen können. Aber wir können sie vorher deaktivieren, bevor überhaupt irgendwie was startet. Hier ein großer Kampf oder so. Das macht mir ein wenig Sorgen. Das heißt doch, oder es bedeutet so viel wie... bau dir mit den Teilen ruhig mal ein paar Bolzen. Es könnte sein, dass es gleich haarig wird. Und das werde ich auch tun. Da brauchen wir 5 benötigte Teile. Was? Warum? Das gibt's doch nicht. 4 benötigte Teile. Wir haben kein Frostbolzen. Doch, haben wir doch, oder? 0 von 2, doch. 0 von 2, 1 von 1. Was heißt das denn? Reserve maximal. Also heißt es doch, wir haben... Hä? Moment. Doch, wir haben einen Frostbolzen, einen... Achso, eine Reserve dann einen. Ach, jetzt verstehe ich das auch. Was ist... Ah, einen Brandbolzen haben wir auch. Das ist geil, das ist super.
Das ist schön. Ich werde mal eben die Kamera noch mal ein wenig hier richten. Die steht noch nicht richtig. So, nicht wundern. So, jetzt passt das auch alles. Jetzt kann ich nämlich auch direkt drüber gucken. So, das heißt für uns, wir können herstellen noch mal ein Explosivbolzen. Genau, so. Ich habe ein paar Mails bekommen von euch. Ja, also von Leuten, die zugucken. Die haben sich doch darüber beschwert, dass ich zu häufig ins Menü gehe. Ja, also in dieses Waffenradmenü. Ich meine, ja, ist ja auch so schlimm. Ich muss ja, also wenn ich leveln muss und ausrüsten muss, dann muss ich das halt tun. Das. Ratten laufen eigentlich immer weg vor etwas. Okay, da kommen wir anscheinend wahrscheinlich nicht weiter, weil da schon wieder irgendwie so Gas ist. Deswegen werde ich jetzt einfach mal ganz getrost hier lang gehen. Mit Bastelbasti. Bastelbasti ist wieder zurück. Wo kommen wir jetzt hin? Wir sind schon wieder draußen. Wir wissen auf jeden Fall, dass wir Kidman retten müssen. Das weiß ich. Und wir sind... Ja, wir kommen unheimlich noch dran. Oh, jawohl, Save Point. Wir kommen unheimlich dran an unsere 50.000 für unsere Feuerschadenbolzen. Bist du da drin? Anscheinend nicht. Wie ist alles am kaputt gehen? Da hinten ist ein dämlicher Rabe, den ich am liebsten erschießen möchte, aber ich möchte keine Munition verschwenden. Der soll sich... Verzieh dich! Was? Nein, 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 geh weg! Was ich nicht verstanden habe, ist, warum wir den Kastenkopf gesehen haben, der weggelaufen ist. Das heißt, wir werden ihn definitiv nochmal sehen. Der arme Kerl. Der ist in die Falle gelaufen. Ja, Super Mac. Sehr schön, damit haben wir wieder für den fetten Revolver haben wir ein wenig Munition bekommen. Und es ist doch, so wie ich es schon vermutet hatte, doch sehr, sehr viel Munition, was wir gerade bekommen. Und ja, ein Speicherpunkt, ja, geil. Nein, nicht alle. Haben Sie es noch nicht kapiert? Er liebt es, andere zu quälen. Sie wissen zu lassen, dass er am längeren Hebel sitzt. Legt Köder aus. Piesackt seine Opfer. Seine hinterhältigen Fallen. Als es mich erwischt hat, war mir absolut klar, was vor sich geht. Ich habe es erkannt. Aber ich konnte nicht mehr zurück. Ich wollte die Wahrheit erfahren. Das wusste er. Detective Castellanos. Lady, seien Sie ehrlich zu mir. Werde ich verrückt? Wenn Sie überleben wollen, sollten Sie sich gut überlegen, wem Sie vertrauen. Okay. Das heißt also, wir müssen ganz schön aufpassen, wem wir vertrauen. Die Frage ist immer noch, wer ist er, der da in der Zelle... Oh, 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 Basti, Basti. Huch. Basti, der alte Rocksnüffler. So, Entschuldigung, mal wieder ein bisschen Quatsch gemacht. Okay, gibt's nichts zu lesen. Gibt es denn da wieder eine vermisste Person? Ja, gibt es. Und zwar haben wir dort... Josef. Josef, vermisst. Josef Oda, Detective der Polizei von Crimson City, verschwand aus der... auf dem Nachhauseweg. Mehrere Augenzeugen berichten, er hätte in Crimson City nach jemandem gesucht. Das heißt doch also, wenn ich doch jetzt hier den Josef sehe, er wird vermisst. Das heißt doch wirklich, dann bestätigt doch quasi meine Aussage oder meine Theorie, dass wir gar nicht die Anstalt verlassen haben. Dass wir wahrscheinlich an dieser Station oder an diesem Gerät da angeschlossen sind und wir hier quasi nur in der Halluzination oder im Kopf von Ruvik drinstecken und versuchen da rauszukommen oder alles aufzuklären. Also sind wir immer noch in der Anstalt.
Ja, aber warum ist Josef außerhalb verschwunden? Was passiert denn dann draußen? Okay, wir haben keinen Schlüssel. Ich weiß gar nicht, warum wir da noch hingehen. Wir finden eh keinen Schlüssel. Ist da noch was? Nein, da ist auch nichts mehr. Ich weiß gar nicht, warum wir hingehen. So, ich werde auch nicht auf den Stuhl gehen. Ich werde nur noch speichern, weil wir haben ja gesagt, wir wollen ja den Feuerschaden haben. Ich glaube zwar nicht, dass wir die 50.000 erreichen werden jemals. Aber egal. Dann werde ich mal eben speichern. So, machen wir mal hier. Gehen wir mal dahin. So. Zack, 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 zack. So. Jetzt haben wir gespeichert und dann bin ich ja jetzt mal gespannt, was uns jetzt da erwartet. Wie viel haben wir eigentlich an Hagil? 24.450, das ist gut. Fehlen uns ja noch knapp 30. Ja, genau. Jetzt. 500 und 300. Bringt uns schon ein Stück weiter zu unseren 50. Türen sollten sich normalerweise nicht so verhalten. Ich gehe aber jetzt erstmal einen anderen Weg. Ja? Ich weiß gar nicht, warum ich immer in den Schleichmodus gehe. Es ist... Habe ich das richtig gelesen? 33 Shotgun-Shells? Oder war ich jetzt, oder... So viel können wir doch gar nicht aufnehmen. Nee. Was war das denn gerade? Wir haben noch zwei von den großen... Oder war das ein großes Medipack? Weil wir jetzt auf einmal wieder zwei haben. Wir haben ja eins damals bei dem Feuerwehrmann benutzt vorher. Das weiß ich noch. Und jetzt haben wir schon wieder zwei. Das ist natürlich geil. Ich bin noch überlegen, ob ich eins nehme. Aber ich weiß noch nicht, was uns... Mein Gott, dieser dämliche Stuhl. Ich habe momentan auch noch nicht meinen perfekten Stuhl. Ich habe mir ja einen Stuhl bestellt. Einen vernünftigen. Der kommt jetzt morgen, also Montag. Ich nehme das ja am Sonntag hier auf. Einen vernünftigen Gaming-Stuhl. Na, das wollte ich doch gar nicht. Hallo. Basti. Mach doch mal... Mach doch mal die Lampe an. Da ist wieder Bastelzeug. Grabbelbox. Juhu. Können wir hier... Ja, jawohl. Sehr schön. Da ist noch Hagil. Das nehmen wir noch mit. 300, ja, bringt uns ganz weit nach vorne, eine Spritze. Ich sage ja, wir werden so unheimlich ausgerüstet gerade. Das klingt verdammt nach Bosskampf. Was ist denn das? Das ist eine Zombie-Art irgendwie mit Bomben dran? Ist es ein Selbstmörder? Ganz langsam. Ganz langsam, Basti. Psst. Ich guck mal eben in die andere Richtung. Ja, genau. Ich werde das mal entschärfen hier. Ich habe ja die Zeit. So. Ihr müsst doch entschuldigen. Ich entschuldige mich da noch. Das hört auch keiner, Basti. Mann. Ich muss mal auch kurz entschuldigen, auch für jetzt schon mal, falls ich es mal nicht schaffen sollte, täglich ein Video rauszuhauen. Ich habe momentan nämlich viel um die Ohren. Kann ich hier rein? Nein, natürlich nicht. Aber wo sitzt der denn da? Und was ist denn da so am Leuchten? Okay, die Tür werde ich nicht ausprobieren. Die vielleicht mal... Warum leuchtet der denn so? Der hat Sprengbolzen bei sich da in der Brust, glaube ich. Weil die leuchten ja immer so. Ich frage mich gerade, was das bringen soll. Ich traue dem Braten nicht. Da ist ein Schacht, da müssen wir wahrscheinlich rein. Okay. Ja, der hat Sprengbolzen an sich. Was? Was? Nein! Was war das denn? Alter! Das gibt's doch! Was? Was? Oh, ist das fies! Das gibt's doch nicht. Wie gemein war das denn? Das, hä? Das war, boah, das war ja mal voll gemein, dass der da einfach aus der Tür rauskommt. Oder von wo kommt der denn her? Tatsache, der kommt aus der Tür. Was? Nein. Wieso kommt... Wir sind auf einmal jetzt in der Sprengfallen. Das gibt's doch nicht. Ich bin so ein bisschen jetzt enttäuscht, dass es jetzt so extrem schwer wird. Oh, jetzt erstmal hier,
hier rumkrabbeln in den Schubladen. Okay, nichts drin, was wir hätten finden können. Aber hier. Ein Kartenfragment 25, natürlich. Von 12, die wir liegen lassen haben, ungefähr. So, weiter geht's. Oh, eine Krabbelbox. Hallo? Nimmst du die wohl auf, Basti? Ich werde nochmal eben... Ich weiß, ich gehe schon wieder ins Menü und ihr werdet mich wahrscheinlich dafür hassen. Nein, das wollte ich doch... Egal. Ich bin immer in diesem Schleichmodus. Ich weiß gar nicht, warum. Oder nicht so viel Agil. Ich traue mich hier gar nicht so großartig so aufzustehen, weil ich Angst habe, hier könnte jeden Moment was passieren. Und ich möchte doch gerne nochmal in die andere Richtung gleich gehen. Tausend. Sind gleich schon mal... Ich glaube, hier geht's weiter. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Weil ich möchte doch noch gerne auch noch in den Schacht gehen. Das werde ich mal eben tun, bevor ich... Ich weiß nicht. Es ist so, ich möchte doch gerne immer beide Wege, beide Alternativwege ausprobieren. Oder beziehungsweise beide Wege, um zu gucken, wo es dahin geht. Weil ich habe immer Angst, dass es dann weitergeht mit der Story, obwohl man da hinten noch was liegen hat. Hier kann man ja jetzt nichts passieren. Hier kann ja nichts zugehen. Hallo? Basti, du bist hohl innen. Okay. Hier fällt man runter und ich glaube, da werde ich, glaube ich, nicht weiterkommen. Also nicht zurückkommen. Das sieht förmlich danach aus, als wäre da so eine Art Küche oder sowas. Aber wir sind ja immer noch im Hotel, wohlgemerkt. Naja, gut. Aber wisst ihr was? Das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um jetzt mal hier eine kleine Pause zu machen. Und wir entscheiden uns dann im nächsten Let's Play, also in der nächsten Folge, mit Evil Within, wo wir da lang gehen. Aber ich denke mal durch die Tür. Und dann schaltet ihr morgen um 17 Uhr wieder ein. Wenn ich es schaffe, wie gesagt, seid mir nicht böse drum, wenn ich es nicht schaffe, pünktlich ein Video hochzuladen. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Macht's gut. Tschüss.